So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich sag's gleich vorneweg, ich habe so ein leichtes Kratzen nach wie vor im Hals. Ich werde mich versuchen, etwas zurückzunehmen, was das Reden angeht, aber ich werde natürlich versuchen, genug zu reden. Sagen wir es so. Der Busbo hat ein neues Level hochgeladen. Carefree Clear Conditions 1.1. Sammle alle 50 Münzen. Er baut jetzt also Level mit Clear Conditions. Und da gucken wir mal, wie angenehm er die baut. Denn die kann er ja nur ohne Checkpoint bauen. Das heißt, wenn da irgendwas schief läuft, oh ja, sowas zum Beispiel, kann ich von vorn anfangen. Und das ist natürlich immer sehr unangenehm. So. Aber gucken wir mal. Ich habe jetzt nicht auf die Clear Rate geachtet. What? Ach so. Verstanden. Was kratzt im Hals, ist echt nervig, ne? Oh boy. Okay, hier einfach drüber. Da drüber. So langsam kenne ich mich nicht mehr aus. So, zum Glück ist es kein Speedrun. Das heißt, man kann trotzdem noch langsam machen. Aber wir haben gerade mal 20 von 50. Und wenn es immer nur so Zweier-Dingers sind, wird das noch ein ganzes Stück gehen, das Level. Ja gut, jetzt kamen mal eben 6 Stück dazu. Jetzt haben wir 30. Aber ich möchte halt nicht kurz vor Ende sterben. Oh mein Gott, was? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich möchte halt nicht kurz vor Ende sterben. Das wäre nicht so cool. Oh boy. Okay. No. Was ist das denn jetzt? Oh boy, eine fehlt noch. Wo ist die letzte Münze? Oh mein Gott. Können wir bitte nicht sterben, danke. Oh, das war nervenaufreibend. Okay, sehr schön. Davon gibt es erst ein Level. Alle anderen werden wahrscheinlich noch kommen. Mit der Zeit, wie immer das, wie das immer bei ihm so ist. Und dann hat Rasierer ein Level hochgeladen. Kaizo Best of Scrolling Edition. Das heißt, noch ein Kaizo-Level. Mit Scrolling. Meine Rache für Daggertail und Rasiererblock für Wait, das ist aber... Das hat er gebaut nach dem hier. Moment. Das heißt, das basiert schon auf dem, was ich hochgeladen habe. Hä, das ist das gleiche Level? Das ist das gleiche Level, nur mit Scrolling, oder was? Okay, in dem Fall nützt mir der Block natürlich nichts, weil es scrollt ja weiter. Aber danke für den Block. Ich meine, wenn ich es jetzt versaue. Aber man kann es sogar noch mal probieren. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay. Aber ist das dann exakt... Oder was hat der vielleicht noch mehr verändert? Moment, ich kann doch dann... Moment, ich kann doch dann... Die Stelle mit der Röhre zum Beispiel kann ich doch dann gar nicht so spielen, wie ich sie davor... Nee, das muss ein bisschen anders... Entschuldigung. Das muss dann ein bisschen anders laufen, das Level tatsächlich. Oh Mist. Ah, wait, ich komme nochmal hoch. Ja, oder auch nicht. Das muss dann ein bisschen anders laufen. Okay, wir probieren das ein bisschen und in der Zwischenzeit erzähle ich ein bisschen was. Ich habe ja so ein bisschen rumgefragt in den Kommentaren, was ihr so gucken wollt. Aggressor schreibt, er sieht nicht so gerne diese... Entschuldigung. Diese erste Versuche. Oder wenn ich... Wenn ich rekorde... Oh mein Gott! Wenn ich Rekorde aufstelle,
Andere sehen nicht so gerne die Musiklevel, wobei das, glaube ich, bisher nur eine Person war. Ihr müsst mir einfach mal schreiben, was ihr sehen wollt, weil ich weiß das so ja nicht so exakt. Das heißt nicht, dass ich alles nur das spiele, was ihr sehen wollt. Es muss ja auch was sein, was mir Spaß macht zu spielen. Also Musiklevel zum Beispiel machen mir halt unfassbar viel Spaß. Ich denke schon, dass wir ab und zu wieder Musiklevel spielen. Ich muss auch noch das Moon-Theme nachholen von DuckTales. Da habt ihr ein bisschen. Wart ihr ein bisschen sauer, dass ich das einfach geskippt habe? Ich habe das einfach schon so oft gehört und es ist einfach so. Ja. Das war einfach nicht so jetzt auf für mich, aber ist egal. Können wir spielen. Mache ich gerne. Nur. Was wollte ich sagen? Ja, so erste Dinge spiele ich halt auch ganz gerne. Der letzte Part war jetzt ja erst so eins. Ich weiß nicht, ob er unterhaltsam war oder nicht. Aber ja. Also, aber wenn es halt irgendwas gibt, was ich schon öfter zum Beispiel gemacht habe und es in letzter Zeit nicht mehr. Ach so. Da muss ich aber dann direkt hinter. Ach so. So hat das, hätte das, okay. Aber jetzt kommt dann die Goombas, ja? Ja, ach du Scheiße. Jetzt ist die Münze da unten. Die interessiert mich aber nicht. Jetzt kommen hier die Goombas. Das ist halt nicht so gut jetzt. Ich versuch's halt wieder mit meinem Trick hier. Wait! Habt ihr. Ja, gut, aber jetzt habe ich halt keine Möglichkeit. Aber habt ihr das gesehen? Das ist kürzer geworden. Das ist kürzer geworden, der Goomba-Abschnitt. Ja, gut, das ist halt. Das ist halt suboptimal mit dem Scrolling. Aber das ist ja Sinn der Sache. Ich habe das schon verstanden. Dadurch ändert sich das Level halt stückchenweise. Nein. Aber ja, der Rasiererblock funktioniert. Es ist gut, dass er da ist. Ich habe nichts gesagt. Jegliche anfängliche Kritik ist irrelevant. Ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Musiklevel bzw. erster Level. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, was ich zum Beispiel halt nicht so gerne mache, wenn ihr das sehen wollt, kann ich das gerne machen, aber was ich zum Beispiel nicht so gerne mache, ist diese Beliebtheitslevel zu spielen, weil das ist meistens halt nur Zeug zum Gucken. Das ist spielerisch einfach nicht herausfordernd. Na, das ist manchmal ganz lustig und ich habe da ja auch öfter mal welche gespielt. Aber das ist was, wo ich so, ja, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie nicht so. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt solche Sachen sehen, okay, ist halt für mich kein Aufwand. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will Videos hochladen, bei denen ich mich zumindest ein bisschen anstrengen musste, irgendwas leisten musste. Video-Level, in denen ich halt nur nach rechts drücke, die kann man halt auch irgendwie selber spielen. Ne? Zum Beispiel solche Autoscroll-Level. Das sehe ich halt nicht, da wüsste ich nicht, warum muss ich das aufnehmen. Ne? Das ist so. Wenn ich was aufnehme, sollte es irgendwie was sein, wo ich mich ein bisschen. Ja, wo ich halt auch was machen muss. Wenn ich nur nach rechts drücke, das kann jeder, da kann man auch einfach ein Gameplay sich dazu angucken. Ohne. Entschuldigung. Oh Gott, dieses Kratzen im Hals, das ist so nervig. Es geht auch einfach noch nicht weg. Es ist immer mal so ein bisschen besser, aber nicht so optimal. Deswegen, das ist gerade, ich möchte das kurz bedenken. Während ich hier spiele, muss ich ständig mit Kratzen im Hals kämpfen. Das möchte ich kurz als kleine Ausrede nutzen, dass ich mich hier gerade wieder ziemlich blöd anstelle. Aber es ist wirklich nervig und es beeinflusst einen auch in gewisser. Nein! In gewisser Weise, ach Mann. Ach. Dass ich das nicht hinkriege, ist es echt. So schlimm ist der Sprung doch eigentlich nicht gewesen. Aber wenn das jetzt vereinfacht hat, zum Beispiel. Oh Gott. Entschuldigung. Ja, das meine ich. Jetzt gerade hat es wieder enorm gekratzt, sodass ich sogar husten musste. Ich bin, wie gesagt, an sich bin ich wieder gesund. Aber es ist irgendwie so ein.
Rest rauges Gefühl im Hals ist irgendwie noch übrig und keine Ahnung. An sich fühle ich mich gut, aber sowas ist halt noch störend. So. Ah, jetzt lass mich in Ruhe. Nein, das wird nichts. Das habe ich gesehen. Das war klar. Ach, Mann. Nein, aber schreibt gerne, wenn ihr... Ach so, ja, und was ich halt auch oft mache, sind ja diese Endless Ones. Schreibt halt gerne, was ihr davon am ehesten sehen wollt. Das mache ich eigentlich alles gerne. So Musiklevel, erster Level, und so weiter. Endless Ones, keine Ahnung. Wenn es davon irgendwas gibt, was ihr besonders gerne seht, oder wenn ihr sagt, ihr wollt überhaupt nichts davon sehen. Ihr wollt doch gar kein Mario Maker mehr sehen. Ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt schon, wir spielen schon ganz schön lange wieder Mario Maker, ne? Man könnte halt auch mal Mario Maker pausieren und wenn Nintendo das nächste große Update raushaut, dann wieder. Das so wie dieses Zelda-Update, das hat ja auch endlich, sind wir mal wieder hier oben. Das Zelda-Update hat ja schon ordentlich aus Dinge. Ich kann halt nicht reden. Nein! Nein, ich war oben. Es ist wirklich nur der dritte. Okay, es geht nach dem dritten, geht's hoch. Also geht's nach links, also nach rechts. Oh mein Gott, das ist super gut. Damit ist der letzte Sprung, den ich sonst, bei dem ich sonst gestorben bin, weg. Und dieser Dagger-Dings hat anscheinend, er hat ja geschrieben, Rache für Dagger irgendwas. Der hat wahrscheinlich irgendwas gebreakt, was durch Scrolling nicht mehr zu breaken ist oder so. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Aber, ja. Gut, ich habe das ja hier zum Beispiel auch anders gespielt, als es gedacht war. Aber das ist ja super einfach auf die Art und Weise. Sehr schön. So. Oh Gott, bitte lass mich jetzt an diese verdammte Checkpoint-Flagge da oben hinkommen. Ich bin so aufgeregt. Weil dann würden wir doch mal den Rest von dem Level sehen. Das wäre ja voll gut. Auch wenn es jetzt ein Scrolling-Abschnitt ist, aber... Dann sehen wir... Wobei die Frage natürlich ist, ob er nicht noch irgendwas zusätzlich verändert hat. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass das Level jetzt irgendwie kürzer... Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob man es scrolltechnisch spielen konnte, so wie es davor war. Keine Ahnung. Aber mit den vier Goombas komme ich jedenfalls nicht hoch. Das weiß ich. Und das will ich auch nicht nochmal probieren. Ich spiele das jetzt auch gerade nur tatsächlich wieder, weil Rasierer jetzt ja das vereinfacht hat. Also bis zur Checkpoint-Flagge sollten wir jetzt wirklich kommen. Wirklich, wirklich. Ach Mensch. So, aber Gesprächsthema, so was wollt ihr sehen, praktisch ist damit eigentlich beendet. Ich habe alles gesagt, was ich glaube ich sagen wollte. Also das sind so die drei Hauptsachen, die ich halt... Also natürlich neben Leveln, die Leute gebaut haben, denen ich folge. Das ist ja sowieso das, was ich spiele, ne? Wenn jemand was Neues gebaut hat, dem ich folge, gucke ich mir das ja meistens an. Außer jetzt zum Beispiel Infecto habe ich mir lange nicht mehr angeguckt. Airmate habe ich mir lange nicht mehr angeguckt. Das sind aber alles, glaube ich, coole Level. Ich würde die eigentlich ganz gerne mal spielen langsam. Müssen wir mal gucken. Aber ansonsten waren es ja eben so diese Kategorie, dass ich versuche, Erster zu werden. Dass ich Endless Ones spiele. No Skip oder Skip. Und so weiter. Und bei Endless Ones kann man ja auch noch unterscheiden, ist euch Expert lieber oder Super Expert und so weiter und so fort. Aber es wäre halt einfach mal interessant zu wissen, was so das Stimmungsbarometer ist. Was nicht heißt, dass ich dann genau das spiele, was ihr sehen wollt, ne? Nicht falsch verstehen. Aber es wäre halt einfach interessant zu wissen, wenn man eine bestimmte Sache macht, okay, das wollen Leute sehen. Und umgekehrt halt nicht. Aber ich weiß jetzt halt zum Beispiel, was Leute nicht sehen wollen. Aber ich weiß nicht, was Leute sehen wollen. Das ist so, ne? Naja, Aggressor hat gesagt, eben, Erster findet er nicht so schön, diese erste Geschichte. Und... Oh, ich komme nicht auf deinen Namen, du hast so einen langen Namen. Aber du, in Anführungszeichen, hast gesagt, Musiklevel findest du nicht so schön. So.
Wobei die Musiklevel, die ich spiele, sind ja eigentlich normale Level, ne? Es ist ja einfach nur, dass zusätzlich noch eine Musik eben läuft. Was halt. Also eine spezielle Musik. Was das Level sozusagen ausmacht. Okay, können wir jetzt bitte diese verdammte Stelle schaffen? Bin ich denn immer so, dass immer dann, wenn ich es haben könnte, ich es nochmal versaue? Immer. Das ist so eine... Was habe ich... Wie hätte ich das denn jetzt noch falsch machen können? Ich habe es ja falsch gemacht, aber... Ich fasse es nicht. Am längsten brauche ich halt, um da wieder hochzukommen. Ah, ich sollte nicht schlucken, das hat wehgetan. So, irgendwie ist der Hals noch echt empfindlich. Ach, leck. Wow. Wait, brauche ich den vielleicht gar nicht und komme da so hoch? Ich bin gerade verdammt oben, verdammt weit oben gewesen, ohne den zu nutzen, ne? Nee, das reicht nicht. Okay. Ein Versuch war es wert. No. No. Rasiererblock, hilf mir. Schade. So. Nein. Oh Gott, yes. Das war knapp. Das war auch knapp. Okay, aber wir sind wieder hier. Bitte jetzt nicht versauen. Was ist jetzt passiert? Warum war ich jetzt nicht hoch genug? Was habe ich jetzt wieder für einen Quatsch gemacht? Ah. Gibt's doch nicht. Ich weiß zum Beispiel halt auch überhaupt nicht, es gibt bestimmt mittlerweile wieder richtig gute SMW-Hacks. Gar nicht so Kaizo-Kram, sondern richtig gute, normale. Ich meine, es sind jetzt so viele Monate schon wieder vergangen. SMW Central ist bestimmt voll mit neuem Zeug. Könnte ich mich eigentlich auch mal wieder umgucken. Aber es ist einfach... Es ist wie in allen anderen Sachen auch. Man hat einfach mittlerweile so viele Alternativen, die man machen kann. Man kann überhaupt nicht alles sehen und spielen, was man machen möchte. Das ist echt traurig. Auch zum Beispiel so AAA-Titel. Ich glaube, es gibt... Gibt es irgendjemanden, der alle AAA-Titel gespielt hat? So, man muss sich doch irgendwie entscheiden. Spielt man zum Beispiel The Last of Us? Spielt man, keine Ahnung, GTA? Keine Ahnung, was weiß ich. Aber so, ne, einfach nur als Beispiel. Man muss sich mittlerweile echt zwischen verschiedenen Sachen entscheiden. Man kann einfach nicht alles machen. Was mache ich? Also komme ich mir dumm vor. Und das gilt für alle Sachen. Gilt ja auch für Animes. Man kann überhaupt nicht alle Animes gucken, die man schauen wollen würde. So, ich habe jetzt in meinem Leben so viele Animes mittlerweile geschaut. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel... Aber die sind ja... zeitlich halt so entstanden. Ne? Das ging zum Beispiel los mit Sailor Moon und da lief noch nicht viel anderes. Da lief halt Sailor Moon und dann kam Pokémon und dann kam Conan und es lief immer nur so eigentlich so die eine Serie und dann hat man die halt geguckt. Und mittlerweile sind wir aber halt an einem Punkt, wo alles gleichzeitig ist. So jemand, der die ganzen Animes noch nicht kennt, der kann überhaupt nicht alles schauen. Das funktioniert nicht. Weiß nicht.
Was man auf jeden Fall mal geschaut haben sollte, wenn man, also wenn man Animes mag, wäre Death Note. Da bin ich gerade sowas von wieder Death Note kann man halt auch immer wieder gucken. Das ist dann noch der größere Witz. Anstatt dass man neue Sachen schaut, schaut man alte Sachen nochmal. Aber Death Note ist einfach. Oh Gott, das ist so eine grandios gute Story. Und überhaupt Inszenierung. Ah, oh, grandioser Anime. Bin ich jetzt auf Animes gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege auch gerade schon, ob ich noch irgendwas anderes erzählen wollte. Aber so langsam geht mir die Erinnerung aus, was ich ansprechen wollte. Ich wollte auf jeden Fall das ansprechen, mit dem, dass ich zwar jetzt weiß, was ihr nicht sehen wollt, aber ich weiß nicht, was ihr sehen wollt. Ah, so. Ich gehe stark davon aus, dass es Leute gibt, die sagen, das hier wollen sie auch nicht sehen, weil. Oh yes! Weil ich nichts schaffe! Oh, 20 Minuten. Nee, Quatsch, wir haben ja erst das andere Level gespielt. Also vielleicht eine Viertelstunde. So, aber jetzt ist alles neu. Was tue ich jetzt? Wir haben es uns ja schon so ein bisschen. Haben wir. Oh nein, nicht neu! Wir haben es uns ja schon so ein bisschen im Dings angeguckt. Nein, nicht Neustadt. Wo lande ich jetzt eigentlich? Okay. Ach, der Reset. Genau, wir haben es uns ja schon so ein bisschen angeguckt im. Weißt du schon? In der Levelübersicht. Ah, wait, war dann da oben nicht nur die Münze? Dann will ich da ja gar nicht rein, oder? Das heißt, dieser Reset hier. Ach so! Ich will das so machen. Ach so! Das ist ja dann gar nicht so schlimm. Oh, das muss ich später machen. Aber das ist eigentlich ein voll einfacher Sprung. Aber ich muss ein bisschen warten. Weil sonst, ne, sonst lädt das da drüben nicht rein. Okay. War das im super. War das im ersten Ding auch so einfach? Oder hast du da noch mehr drin gehabt? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, was ich gesehen habe. Aber stimmt, da war auch so eine riesengroße Fläche. Das war nicht, was ich wollte. Null. Ah ja, da war auch so eine riesengroße Fläche. Nein! Es ist nur das Problem, das richtig zu timen. So, wenn das jetzt nicht scrollen würde, wie es im Original ja war, wäre das, glaube ich, weniger das Problem. Aber so muss ich jetzt. Ja. Den Sprung habe ich ja gekriegt, aber nicht rechtzeitig, weil ich da gegen die Wand reingeknallt bin. Nein, viel zu. Mein Gott, was mache ich denn? No! Okay, der Sprung ist doch nicht so einfach. Mist. So schon mal nicht. Nein, nicht so. Jetzt hat er mich sogar noch erwischt. Ich muss mich gerade so zusammenreißen, nicht zu neu starten. Warum? Ja, cool. Schöner Sprung, aber nicht der gesucht war. Yes! Nein! Ah, das hätte ich haben können. Ich glaube, an dem hätte ich es haben können. Ja! Yes! Okay, was kommt jetzt? Eine Tür. Und in der Tür? Wait, was? Ein Gumba, aber was? Oh, da. Ein Gumbasprung oder was?
Oh Gott, aber wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zu lange warte, dann scrollt mir die Tür weg. Dann muss ich den Sprung nochmal machen. Wie mache ich... Oh Gott, wie mache ich das? Ich bin aufgeregt. Kann ich das nicht irgendwie mit so einem... Wieso mache ich gerade... Wie geht denn... Hä? Wieso kann ich den Drehsprung gerade nicht machen? Also ich kann auf keinen Fall... Ja, so. Ich kann auf keinen Fall gerade warten, bis bis der sich erholt, weil das funktioniert nicht. Ich muss mich irgendwie da so reindrehen. Igitt. Schneller wieder raus. Nein. Oh Gott, wie mache ich das denn? Ja, ungefähr so, aber halt... ne? Nein! Oh Gott, wie mache ich das denn am blödsten? Nein! Oh je, je, je. Okay. Das reicht nicht mal. Oh Gott. Ich muss das noch besser erwischen. Das macht das Scrolling jetzt halt auch wieder schwieriger. Nein. Ich kann halt nicht... Wenn ich es jetzt nicht scrollen würde, dann könnte ich warten, bis er sich erholt. Und sagen, ich gehe da, ich springe dann. Aber das, die Zeit habe ich hier gar nicht. Ich muss hier irgendwie so... Oh Gott, was macht die Röhre da oben eigentlich? Nein! Bin ja froh, wenn ich die Tür noch kriege, weil dann muss ich den Sprung hier nicht nochmal machen. Weil ich kann ja dann den hier... Den kann ich eben nicht machen. Kann ich hier warten, bis ihr... Warte mal. Nein. Das scheint mit jeder Tür neu loszugehen. Ich wollte gucken, ob ich draußen warten kann, bis er sich sozusagen aufstellt. Aber scheinbar nicht. Ich wollte auch keine Lust, mit dem Viech in der Hand zu sterben. Ach Gott, wie mache ich das denn? Das ist echt hoch. Geht das überhaupt mit dem... Oder will er da... Vielleicht muss ich es ja so machen, wie ich es gerade gedacht habe. Scheiße. Wie ich es gerade gedacht habe. Nee, das ist viel zu spät. Ich muss den in der Luft erwischen. Werde ich noch an der Zeit sterben. Oh mein Gott, ich bin oben. Was macht ihr? Ich muss... Okay, das ist... Hä? Oh, die resettet. Und was muss ich... Wait, muss ich das jetzt mit zwei Goomba... Willst du mich... Was? What? Und ich hab immer... Was? Das heißt, ich muss... Oh Gott. Okay. Das wird ja immer besser hier. Aber warte. Damit das hier zeitlich angenehmer ist, nehme ich den mit. Ich hoffe, das killt mich jetzt nicht irgendwie. Aus Gründen. Dann werfe ich den hier hoch und dann... Ja, aber das muss ich... Ah, das muss ich ganz anders timen.
I, das ist ja ekelhaft. Wait, ich nehme den hinteren mit. Ich schmeiß den hinteren hoch. Nein! Ah. Here we go again. Ach, Scheiße. Jetzt muss ich den ersten Gummersprung auch nochmal machen. Verdammt. Verdammt. Ich habe wieder genau die Wand erwischt. Nice. Richtig nice. Was? Nicht schon wieder? Alter. Das gibt's doch nicht. Immer diesmal nicht die Wand. Aber dass ich mich manchmal nicht umdrehen kann, einfach. Ist doch nicht so schwierig. Nein, der ist zu hoch. Ja, moin. Oh, Mensch. Ja, ja, nein! Oh, ich dachte, das reicht. Ich dachte, das reicht. Stellt sich raus. Jetzt aber! Yes! So. Jetzt den Mist hier nochmal. Nein! Nein! Jetzt war ich zu confident, dass das funktioniert. Scheiße. Ah. Oh, das ist gut. Dachte ich. Schade. Ach, Mensch. Ich frage mich halt, ob er das jetzt auch noch einfacher gebaut hat, ob das im Original auch schlimmer war. Aber das da drüben könnte ich mir jetzt halt wieder ohne Scrolling viel angenehmer vorstellen. Also das Scrolling macht das schon viel jetzt komplizierter. Dafür ist das halt die Version, wo er Sachen vereinfacht hat. Ah. Nein. Es reicht nicht. Jetzt aber. Nein, es... Nein, zu bald! Das darf nicht wahr sein. Das sieht gut aus. Okay. So. Ein Versuch mit dem Goomba. Wir nehmen den erst mit. Dann haben wir da mehr Zeit, um wieder in die Tür zurückzukommen. Wenn es nicht funktioniert. Das meine ich. Eieiei. Und wenn es funktioniert, dann... Ja, so ist es besser. Also erstmal direkt wieder rausgehen. Da
damit man das hier ordentlich nutzen kann. Und dann müssen wir halt einfach rumprobieren, bis wir es haben. Okay. Ach Gott, ach Gott. Wer hat das vorhin gemacht? Nein, 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 nein. Jetzt erstmal wieder den Goomba holen. So. Nee. Nee. Das gibt's doch nicht, dass man den da nicht mitnimmt, sondern nur so kickt. Ach Gott, ey. Oh yes! Okay, so. Wir nehmen den hinteren, haben wir gesagt, ne? Ich glaube, das ist besser. Bin mir noch nicht sicher. Wir werden sehen. Geil. Vielleicht ist es doch nicht besser. Nee, es kann nicht. Ich wüsste nicht, warum es besser sein soll. Das verkompliziert alles nur. Ich nehme den mit. So. Dann schmeiße ich den hoch, mache hier und dann, wenn der runterkommt, auch noch da drauf. Oh Gott, das wird so unangenehm. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich wieder in so ein Viech reinrenne, ne? Nein! Aber so in etwa. Und genau das jetzt in der Luft, das war eigentlich schon ganz gut. Ja, und dann jetzt in der Luft wieder den erwischen. Ach Gott. Aber interessante Idee mit dieser Reset-Röhre, um so die Goombas wieder zurückzuholen. Das hat was. Ja, das war genau, was ich wollte. Jetzt müssen wir noch mal eine Runde extra laufen. Oh Gott. Wie lange nehme ich? Ja, schlecht. Pff, das wird niemals funktionieren. Das ist so viel, was man timen muss, richtig. Ich muss ja den... der fällt schon wieder runter. Wie habe ich das vorhin gemacht, dass ich den in der Luft erwischt habe? Irgendwie an... Bin ich erst gesprungen vielleicht? Nee, kann auch nicht sein. Oder? Nee, der fällt schon wieder runter. Hä, wie habe ich das vorhin gemacht? Weiß es nicht mehr. Jetzt den in der Luft erwischen. Durch das Scrolling habe ich halt einfach überhaupt keine Zeit, das ordentlich... Oh Mann! Anzugehen. So habe ich das gemacht. Okay. Oh Gott, das ist so eine... Boah.
Ja, okay. Also, direkt nach dem Werfen springen. Dann komme ich da in die Richtung, die ich möchte, zumindest. Ja, und jetzt noch eher erwischen und dann auf die Röhre. Oi, 308 Sekunden. Nicht sterben, alles noch nicht sterben. Nein! Nein! Ah! Wir versuchen das beim nächsten Mal weiter. Das Video wird mir zu lang. I'm sorry, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich könnte mir denken, das hier weniger, aber ich will das noch zu Ende spielen. Und tschüss. Ah. So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das Level von Rasierer hier angefangen und sind noch nicht weitergekommen. Ich habe jetzt mal wieder bis hierher gespielt. Zumindest den Teil habe ich euch ja erspart. Und wir gucken mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Das Dümmste, was halt passieren kann, ist, am hinteren Goomba zu sterben. Das ist so das Dümmste, was passieren kann. Was anderes kann mich hier eigentlich gerade nicht zurückwerfen. Ne? Ich darf einfach nicht am hinteren Goomba sterben. Das ist alles. Ansonsten habe ich genug Zeit, um zu probieren. Aber ich sterbe halt leider manchmal am hinteren Goomba und das ist das Problem. So, aber ja, ich habe, wie gesagt, bis hierher gespielt. Gucken wir mal, wie lange wir jetzt hierfür brauchen. Und was da noch alles kommt. Ich weiß es ja nicht, das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Nee, das ist nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise, was ich suche. Komm noch mal mit, mein Freund. Gottes Willen. Mein Herz. Ah, das sah gut, das sah echt gut aus. Das hatte, glaube ich, einen richtigen Ansatz. Na, das nicht. Will das überhaupt nicht. Jetzt ist der zweite auch wieder kaputt. Jetzt müssen wir einmal öfter in die Röhre gehen. Ja! Oh, meine Nerven. Okay, was kommt jetzt? Gib mir einen Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Und kein Troll-Check. Oh, ich hatte gerade Angst, dann kommt irgendein Fisch oder sowas noch geflogen. Das ist zum Glück kein Troll-Level. Oh, da ist mein Checkpoint. Okay, weiter im Programm. Nie wieder diesen Goomba-Quatsch. So. Versteckter Block. Oh. Muss ich? Ah, okay. Okay. Das kenne ich aus einem anderen Level von ihm. Die kann man irgendwie so killen. Ja. Wait! Das waren 3 Minuten. Ja, das hänge ich dann wohl hinten ran. Scheiße. Dann nochmal danke fürs Zuschauen. Dann haben wir es ja doch in dem einen Video geschafft. Da kam ja nichts. Ja, ist das sogar. Oh, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Jetzt würde mich aber echt interessieren, können wir das uns mal kurz angucken? So, hier, das ist
Das ist das, was wir gespielt haben. Und das da ist das, was wir nicht geschafft haben. Ist das jetzt das Gleiche? Ja, das sind auch die Goombas. Da ist auch die Goomba-Stelle. Nur ohne Scrolling. Und da ist dann der Teil. Okay. Dann haben wir die vereinfachte Version mit Scrolling sozusagen geschafft und die hier nicht. Okay, damit kann ich leben. Dann, ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.